Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier zu FIFA 16 im Karriere-Let's Play. Mit Arminia Bielefeld geht es jetzt zu Hause gegen den FSV Frankfurt und ich bin schon sehr gespannt, wie sich unsere Jungs nach dem ja doch recht furiosen 3 zu 3 gegen St. Pauli auswärts wiederum zu Hause gegen Frankfurt schlagen werden. Ja, die Aufstellung war ja letztes Mal nicht ganz verkehrt, dass wir wieder auf unser altes 4-5-1 ausgewichen sind. Hat nicht wirklich Qualitätsverluste gebracht, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Frage ist natürlich jetzt, wie machen wir mit der Aufstellung weiter? Und ich habe mich einfach dazu entschieden, dass wir definitiv dabei erstmal bleiben. Habe Jopek mal auf die linke Seite gestellt und Müller nach wie vor als ZOM. Dann bin ich mal gespannt, wie sich unsere Leute hier schlagen werden. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. So, ein bisschen Skillspiele hier, 4 gegen 3 und solche Späße. Also verteidigen ohne Ende hier. Oh, das ist natürlich schwer, jetzt so viele Räume zu überbrücken und dann ist er durch und macht das Tor. Okay. So, jetzt wieder ein 2 gegen 1. Ja, sehr schön. Da war er zwischen der Florian Dick und da sieht der Torwart schlecht aus. Ja, lauft mal neben ihm her. Gut, okay. Naja, da bin ich nicht der große König im Verteidigen. Das ist auch ganz schön schwer gemacht. Aber gut zur Übung, dass man solche Situationen auch mal üben kann in der Verteidigung. Das bringt auf jeden Fall etwas für das eigene Spiel, finde ich. Denn dann kann man ein bisschen Situationen realistischer nachstellen, wie das bisher möglich war. Ja, wir sind die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren bis hierhin, mit 9 Gegentoren. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Hintenrum stehen wir recht stabil. Wobei letztes Mal haben wir auch 3 Tore reinbekommen, aber gut. Das lag natürlich daran, weil irgendwie beide Mannschaften irgendwie auch Glück hatten mit ihren Torchancen und alles reinging und. Ein ganz komisches Spiel war das letztes Mal. Im positiven Sinne komisch. Also wirklich, dass man sagen kann, das war für die Zuschauer auf jeden Fall ein Erlebnis. Für die Mannschaften eher ein Horror. Mehrfach in Führung gehen, ausgleichen, wieder zurückliegen. Das ist eigentlich eher das, was man sich als Spieler so gar nicht wünscht. Aber gut. Für die Zuschauer definitiv ein Erlebnis. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier eine ebenfalls furiose Partie wird oder ob es hier ein bisschen ruhiger zugeht. Beide Mannschaften natürlich erstmal darauf bedacht, hinten sicher zu stehen. Jetzt aber mal, ja, ein erster Fernschussversuch von Manuel Junglas. Der war auch ganz gut. Der Torwart hat dort zur Ecke noch geklärt natürlich, weil so gefährlich war der Ball dann auch nicht. Aber wie gesagt, da muss der Torwart schon stehen, sonst wird es gefährlich. So, Florian Dick legt sich den Ball zur Ecke. Hin und mal gucken, was wir für eine Variante nehmen werden. Ja, Ball fliegt raus, aber irgendwie kommt Schütz nicht dran, wie das eigentlich geplant war. Schade, hat sich da im Zweikampf nicht durchsetzen können. Deswegen jetzt hier Frankfurt wieder am Ball mit Schmidtgal, der jetzt da hinten raus spielt, Zeitenwechsel forciert, sehr gut gemacht. Engels kommt erstmal an den Ball. Muss aber dann auch wieder zurückspielen. Schön in den Lauf von Huber. Der aber auch abdrehen muss auf Perdedai. Der hat früher auf jeden Fall mal bei Cottbus gespielt. Das weiß ich noch. Ein, zwei Saisons ist es erst her. Jetzt also beim FSV Frankfurt, zumindest hier in der virtuellen Liga. Ich weiß gar nicht, ob das in echt auch so ist. Ja, Flanke. Oh ja, gefährlich. Und ich glaube, dann die Schei, ne? Genau, der mit der Glatze. Hat da einen richtig schönen Dropkick gemacht. Oder nennt man das überhaupt? Nee, ist eigentlich ein Volley-Abnehmer, aber okay. Richtig schön aufs Tor, aber natürlich genau auch in die Richtung von Wolfgang Hesel, der da keine großen Mühen mehr hat. Kann zwar den Ball nicht halten, festhalten, aber zumindest ablenken, dass er zur Ecke weggeht. Und damit gibt es hier die erste Ecke von Frankfurt, die wir aber wegklären können mit Junglas. Deswegen gibt es jetzt hier den Einwurf. So, da ist wieder Engels am Ball. Der versucht jetzt mal Richtung Mitte, dreht aber dann ab. Sieht dann aber, darf Perde da letztlich stehen. Der da gut dribbelt auf Dedic.
Und der muss auch erstmal auf Kuzka zurück. Denn da geht momentan nicht viel. Jetzt aber nochmal Dedic frei. Der hat aber keinen Spielraum. Da war gerade fast der Ballverlust vom Gegner. Aber wir haben noch nicht so richtig Zugriff. Jetzt aber mal mit Tom Schütz. Gut gemacht. Und Jopek spielt ins Aus. Naja. War jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Wollte ich auch nicht am Controller so haben. Eigentlich sollte der zurückgespielt werden, der Ball. Der landete aber aus irgendwelchen Gründen dann oben im Aus. Nicht, dass ihr denkt, ich wäre völlig verrückt und würde auf einmal absichtlich irgendwo ins Aus spielen. Das ist natürlich nicht der Fall. Zumindest nicht in dieser Situation wollte ich das. Es gibt ja hin und wieder Verteidigungssituationen. Oh, gefährlich. Nein. Wo man durchaus mal absichtlich ins Aus spielt, damit der Gegner nicht mehr an den Ball kommt oder so. Aber das war auf keinen Fall eine solche Situation. Dafür war überhaupt keine Gefahr vorhanden. Ja, mal gucken, wie sich Jopek jetzt hier auf der linken Seite so macht. Da bekommt er den Ball nochmal zurück. Muss dann aber gleich wieder abspielen, weil er nicht schnell genug links durchkommen konnte. Und Junglas in der Mitte mit dem Ball. Verfolgt von Perledai. Der das da gerade sehr, sehr gut macht. Ja. Oh, den wollte ich auch nicht so spielen. Der sollte auch überhaupt nicht dahin. Der sollte, glaube ich, auf Müller gehen, der Ball. Aber manchmal macht die Passhilfe dann doch etwas awkward. Oder etwas komische Passrichtungen draus. Dann ist der Ball leider sofort wieder weg. Schmidtgal jetzt wieder mit Perledai im Zusammenspiel. Also Perledai sehr aktiv. Glaube ich auch auf der Sechserposition in der Regel. Schön gemacht von Hemler, gut aufgepasst. Aber von Junglas der Ball völlig ins Leere gespielt. Und der Gegner kann sofort wieder angreifen mit Hasavi. Oh, schwierig zu nehmen für Salga, aber vor Dani Şahin auf jeden Fall wichtig, den da nicht drankommen zu lassen. Auch der Ball unpräzise. Uiuiui, das sieht noch nicht so gut aus hier. Da passt Dick immerhin auf und der ist auch wieder zu weit. Diese weitergeleiteten Bälle sind auch irgendwie manchmal extremely unpräzise. Da hat Junglas aufgepasst. Da muss er dann nachreichen, aber wieder der Gegner im Ballbesitz, wieder geklärt. Also ein munteres Hin und Her. Viele, viele Ballverluste bei uns. Eigentlich überhaupt noch nicht unser Spiel. Jetzt hat Hemlein mal ein bisschen Platz gewonnen, spielt dann aber nach oben. Das war auch jetzt nicht so angenehm, aber immerhin. Der Ball kommt auf Müller durch. Dann links raus auf Jopek. Und wird dann halt gestört. Und der Gegner, ja, macht das intelligent, sodass er Einwurf bekommt. Echt gut gemacht. Also bisher hier noch keine großen Torraumszenen, keine großen Gefährdungen. Und ja, das macht der Gegner auch relativ gut. Sodass er hier im Ballbesitz bleibt und ihn nicht verliert. Jetzt allerdings Jopek mal nachgesetzt, sehr schön. Kann daraus jetzt was entstehen. Der Gegner sofort wieder am Stören hier. Ganz schwierig, die Anspielstationen rechtzeitig zu finden. Ja, da sollte der auch hin. Wenn das auch ein bisschen krumm war, der Pass. Ah, schade, die Flanke wurde abgefangen. Die wollte ich mal schön aus dem Halbfeld reinbringen. War nicht optimal. Beziehungsweise der Ball wurde einfach abgefangen. Ja, Frankfurt mit 20% mehr Ballbesitz, das ist auch ungewöhnlich. Aber wir bekommen halt auch wenig Zugriff auf den ballführenden Spieler. Das ist das, was mir auch am wenigsten gerade gefällt. Die können sich viel zu leicht hier auf Şahin zum Beispiel durchspielen. Der kann die Bälle weiter verteilen. Das hat, glaube ich, Florian Dick ganz gut gemacht. Und hier ist Müller und der spielt hoffentlich wieder zurück auf Jopek. Ja, war richtig schön. Ja, gut rausgespielt auf Schütz, der da mitgelaufen war. Der natürlich auch keine Geschwindigkeitsgranate ist. Aber immerhin, der Ball bleibt erstmal in unserem Besitz. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Lücke finden. Nee, da ist die Lücke nicht. Das war ein schlechter Pass, auch wieder von Tom Schütz. Ach ja, das ist alles noch nichts Gares hier. Alles sehr, sehr verhalten bisher. Immerhin noch kein Gegentor. Muss man ja auch an der Stelle mal sagen. Wie schnell passiert es, dass man zu viel will nach vorne und sich dann hinten die extrem gekonterten Bälle oder so fängt. Und dann hier 0-1 zurückliegt oder höher. Das ist nicht der Fall, es steht 0-0. Und ich bin mal gespannt, wie die Mannschaften das nach der Halbzeit angehen werden. Denn für beide ist das natürlich noch nicht zufriedenstellend, dass hier so wenig Torchancen von beiden Seiten aus kreiert werden. So, wieder Anpfiff, diesmal mit uns im Anpfiffkreis.
So, diesmal wieder über rechts. Hämlein, aber der spielt erstmal in die Mitte. Ja, Müller, das sieht gut aus. Auf Jopek, der hat sich da schön freigelaufen. Jopek ist im Prinzip schon fast durch. Auf Tom Schütz, der dann den Ball aber so krümelig annimmt und dann im Nachhinein abschließt, aber dann halt auch genau in den Gegner, der da abblockt. Ja, da hätte er schneller sein müssen und den Ball besser annehmen, dann wäre das Ganze vielleicht gefährlich geworden. Interessante Variante, vielleicht ein bisschen zu kompliziert von Jopek, vielleicht hätte er einfach mal selber draufhalten sollen. Aber das sagt sich immer so leicht und er ist ja noch ein junger Spieler, von daher war das eigentlich schon richtig, so wie er das gemacht hat. Ja, der Gegner hat da geklärt, aber das hätte auch anders gehen können. Oh, der Pass. Der Pass und das Laufverhalten von Müller waren da richtig grottig, beides. Der Gegner ist wieder im Ballbesitz und darf erstmal aufbauen. Macht es gut, sieht doch jetzt vielleicht Räume, aber Börner ist gut mitgelaufen, allerdings der Spieler auch wieder davongezogen. Shahin hilft aus, wollte dann sagen, Shani dahin. Dani Shahin natürlich, freudscher Versprecher for the win. Hilft da auch manchmal beim Aufbau gut aus. Boah, ist ja abgeräumt worden von der Nummer 15. Das gibt bestimmt gleich noch Geld nachträglich. Den hat er ja völlig auflaufen lassen. Aber okay, jetzt Sebastian Schuppan rüber zu Florian Dick und der leitet dann gleich auf den außenstehenden Hämlein weiter. Ah, der macht das gut auf Schütz, aber Schütz ist natürlich auch kein Flankengeber. Ja, immerhin ja, auf Dick, aber der hat nicht aufgepasst und der Ball war auch nicht wirklich präzise genug. Ja, Schein behält er den Ball. Macht das gut gegen Hämlein, der nächste Gegner läuft davon. Ja, nee, das war auch nicht so geplant, aber okay. Ich muss, glaube ich, gleich schon mal gucken, nicht unbedingt in der 59., aber in ein paar Minuten, dass wir auswechseln. Denn unsere Leute sind nach wie vor doch relativ schwach. Wir haben ja auch inzwischen fast jedes Spiel irgendwie so ein Dauerregenspiel. Das geht dermaßen auf die Ausdauer, dass das zum Beispiel Hand ist von Hämlein. Ziemlich eindeutig auch. Konnte man schon gut von hier oben sehen. Das gibt erstmal einen Freistoß aus einer gefährlichen Position für eine Flanke. Oh. Die 29, Dedic, hat da knapp daneben gehalten nur. Mit dem Kopf, ein richtig strammer Kopfball, da wäre Hese wieder machtlos gewesen. Glück gehabt an dieser Stelle. So, jetzt gibt es erstmal den halbweiten Abstoß. Ja. Okay, das sieht doch ganz ordentlich aus. Auf Dick von Hämlein. Also die spielen rechts schon sehr gut zusammen, finde ich. Allerdings reicht es nicht, um mal durchzukommen vorne. Also die Abwehr bekommt da meistens noch einen Fuß zwischen oder läuft schnell genug mit oder irgendwas anderes. Aber die kommen beide nicht durch. Jetzt, knapp. Ich weiß nicht, wer das war, Junglas oder so. Der hat da gut mitgearbeitet. Oh, nee. Schade, ja, da sieht Nöte nicht gut aus. Da hätte er vielleicht mehr draus machen sollen. 65 Minuten rum. Nach wie vor keine wirklichen gefährlichen Szenen abseits des Kopfballversuches eben von Frankfurt. Aber von unserer Seite aus, wir kommen einfach auch nicht durchs Mittelfeld. Es ist zum Haare ausraufen in diesem Spiel. Guck dir das an, dieses, ja, da verliert er noch den Ball, wird dann gefoult, wird aber nicht gepfiffen. Dankeschön, Schiri, für dieses tolle Ding. Wenn das jetzt ein Tor wird, haue ich dich, aber virtuell durch den Bildschirm. Abgeblockt, Gott sei Dank, von Börner. Ein Schuss again von Dedic. Ja, Florian Dick ersetzen wir mal durch Steffen Lang, der sich da doch präsentiert hat in diesem Einzeltraining und der sich da empfohlen hat. Und Görlitz rechts für Hämlein, der jetzt einfach platt ist. Machen wir jetzt einen Doppelwechsel. Ja, das war gut, dass Börner sich da nochmal zwischengeworfen hat. Das hätte sonst ein leichtes Tor werden können. Der Schuss aus kurzer Distanz ist schwer zu parieren. Nochmal Ecke jetzt von Kruska. Aber der wird geklärt. Allerdings auf Haisavi. Holy shit, der war knapp daneben. Oh Mann, was haben wir für ein Glück. So, bei Frankfurt ist jetzt, glaube ich, habe ich gerade gesehen, Edmund Kaplani reingekommen. Das ist auch ein Stürmertyp. Also einer, der nach vorne für Gefährlichkeit sorgen soll natürlich. Ja, und hier ist nichts frei. Das ist schön.
Ja, jetzt wäre was frei, aber da gebe ich mal nichts drauf, weil genau, der läuft dann nämlich an und versucht dann abzufangen, wenn wir einen kurzen Ball spielen. Deswegen war das gut, dass ich das nicht getan habe, auch wenn wir natürlich wieder keinen zweiten Ball erobern können. Ist das nervig, ey. So, jetzt aber mal. Gut verteidigt und vielleicht jetzt die Geschwindigkeit ausnutzen. In die Mitte auf Müller. Klos wollte ja mal nicht eingesetzt werden. Er hat sich ja mal eine Pause erbeten nach dem Pokalspiel, die wir ihm auch gerne geben. Ja, Görlitz verballert und verdribbelt sich da wieder. Das kennen wir von ihm aber schon. Ich weiß ehrlich gesagt so langsam auch nicht mehr, warum ich dem jedes Mal noch eine Einsatzchance gebe. Steffen Lang. In die Mitte. Oh, da viele Gegenspieler. Aber macht das gut mit dem Pass auf Müller. Jetzt mal Schütz, Schütz, Schütz. Auf Junglas mit dem Fernschuss. Gut abgeblockt, gut gehalten, meine ich. Vom Keeper. Der war nicht von schlechten Eltern. Der Schuss. Vielleicht kommen wir hier nochmal zum späten Tor. Das wäre ein echt nettes Geschenk, weil aktuell sieht es eher so aus wie wir schlafen gleich alle ein hier. Görlitz arbeitet zwar viel, aber kriegt nichts gebacken hier. Jetzt mal ein schöner, durchsetzender Kopfball von Tom Schütz auf Müller dann. Und rechts wieder auf Görlitz raus. Jetzt mal Flanke aus dem Halbfeld, aber leider abgefangen wird. Jopek, Jopek, Jopek. Ah, schade. Der Ball genau in die Arme des Torhüters war auch nicht das Beste, aber immerhin. Er hat es versucht. Und er macht keinen schlechten Job auf der linken Seite als junger Spieler, ist das durchaus akzeptabel so. Eine annehmbare Leistung. Hat das ganz gut gemacht, könnte man sogar sagen. Er hatte schon ein paar Dribbelszenen gehabt, ein paar Strafraumszenen gehabt und das ist auf jeden Fall vorteilhaft für uns, wenn es auch noch nicht zum Tor gereicht hat. Ah, Christian Müller, nee, das war nix. Der heute auch nicht schlecht spielt, aber dem auch so. Ich weiß nicht. Ich glaube, den Spielern fehlen momentan nach dem Pokalspiel auch so ein bisschen die letzten 10% Willen und Einsatz hier, um dann wirklich mal das ganz große Ding aus dem Hut zu zaubern. Irgendwie ist das alles so ein bisschen mit Handbremse hier, habe ich den Eindruck. Auch vom Gegner ist das ähnlich. Die spielen auch sehr, sehr zurückhaltend, wenig Bälle in die freien Räume, sondern immer viel hin und her gespiele, wie jetzt hinten. Die sind nur noch auf Verteidigen aus, um ihre Führung sei schon, um das Unentschieden hier mitzunehmen. Gut, ein Auswärtsunentschieden ist auch nie schlecht, prinzipiell. Aber hier wäre für Frankfurt eventuell noch mehr drin gewesen. Denn die hatten doch durchaus zwei, drei gefährliche Chancen, während wir nur so Halbchancen hatten. Aber man sieht, die wollen hier wirklich nur noch zu Ende spielen. Das wird gleich abgepfiffen, das Spiel. Oder? Ja, jetzt spätestens. Okay, ja. Ein 0 zu 0 gegen Frankfurt, FSV Frankfurt, ist jetzt nicht das Schlechteste. Aber man hat halt gemerkt nach dem Pokalspiel, die waren alle noch so ein bisschen platt. Obwohl wir ja schon gewechselt hatten zum Teil und alle waren so ein bisschen mit leicht angezogener Handbremse am Spielen. Und die paar Halbchancen haben dann nicht gereicht, um wirklich Tore zu machen. Schade. Da hoffe ich mal, dass wir im nächsten Spiel wieder mehr angreifen können. Aber immerhin, ein Punkt mitgenommen ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Wir spielen ja auch erstmal darum, in der Liga zu bleiben und nicht irgendwie die besten Tabellenplätze zu ergattern. Von daher war das okay. Ja, Manuel Junglas war wohl der Spielbeste hier bei unserer Mannschaft. 7,3 ist jetzt auch nicht so die Riesenleistung gewesen. Also alles relativ, ich sag ja, alles relativ mittelmäßig mit leicht angezogener Handbremse. Immerhin 4 Schüsse, davon 4 auch aufs Tor. Das ist eine gute Quote, dass man wenigstens den Ball auch aufs Tor bringt und nicht immer daneben zimmert. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, jetzt müssen wir natürlich uns noch um ein paar Dinge kümmern. Zum Beispiel gleich um die Spielerentwicklung. So, Fabian Klos bedankt sich, dass ich ihm zugehört habe. Sie sind ein guter Trainer, das hört man natürlich gerne. Ich werde natürlich jetzt die Aufstellung wieder ändern, weil ich nicht möchte, dass wir hier nochmal im 4-5-1 spielen. Ich habe den Eindruck, ohne das jetzt böse zu meinen, dass das 4-5-1 in FIFA ein bisschen low geworden ist. Da hatte ich in FIFA 15 bessere Erfahrungen mitgemacht. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass ein 4-4-2 in dieser Form mit hinten gezogenen Sechsern A, die nötige Ruhe bringt und B, auch vorne mehr Chancen ermöglicht, weil man eben zwei Stürmer variabel einsetzen kann und der Gegner mehr Probleme in der Verteidigung bekommt.
als wenn da nur einer alleine steht, der instant immer den Ball verliert, weil ihm drei Leute gegenüberstehen, die jeden Ball abfangen und die ihm jedes Mal versuchen, den Ball vom Fuß zu nehmen. Was bei Klos zum Beispiel schwierig ist, denn der hat halt auch den Körper, um sich durchzusetzen, aber selbst der wird da ganz schnell abgefangen im Zentrum, wenn der alleine da in der Mitte steht. Also da möchte ich lieber die Abwehr ein bisschen auseinanderziehen, hier über eine breite Raute oder eine breite Viererkette im Mittelfeld und dann eben die zwei Leute vorne, sodass die Verteidigung gar nicht die Möglichkeit hat, die Räume vielleicht ganz, ganz eng zu machen. Ja, ausgewogene Flankenläufe. Er soll vorn bleiben, denn er hat nicht die guten Verteidigungswerte. Das habe ich hier gerade nochmal eingestellt. Fabian Klos sollte vielleicht auch eher zentral bleiben, weil er dort eben die besten Qualitäten hat. Ich habe es eben schon angesprochen. Und Nöte kann eigentlich normal bleiben. Also außen ziehen wäre auch Quatsch. Der kann zwar auch außen spielen, aber nur nach außen ziehen wäre ein bisschen zu viel. Der soll sich ruhig ausgewogen verhalten, genauso wie bei den Offensivläufen. Denn er ist nicht allzu schnell. Abwehr überlaufen ist für ihn kein großes Thema. Anspielstation ist auch okay, aber ich glaube, die Mitte zwischen beiden wäre dann in Ordnung. So, dann haben wir noch Junglas. Den möchte ich eigentlich mal nach vorn orientieren. Und auch Börner soll eigentlich mal, halt, das war falsch, nicht die Stürmerrolle übernehmen, sondern auch mal hin und wieder mit angreifen, weil er doch auch recht gute Qualitäten im Aufbauspiel hat, im Spiel nach vorne, Kopfball gefährlich ist und so weiter und so fort. Also da möchte ich schon, dass der mal hin und wieder mit nach vorne geht. Salga, Schütz kann hinten bleiben häufig. Salga ist hinten drin, das reicht dann. Und Börner läuft auch relativ zügig zurück mit einer gewissen Geschwindigkeit. Also von daher möchte ich das gerne mal so taktisch ausprobieren. So, jetzt können wir endlich zu der Trainingseinheit für die jungen Spieler kommen, um die hier zu entwickeln. Ja, da haben wir die Sachen voreingestellt. Ja, erfahrene Kopfbälle und Volleys. Da gucke ich jetzt nochmal gerade nach, ob das denn so okay ist oder ob wir vielleicht mal Benamar hier anstelle dessen mal etwas einüben lassen. Den haben wir ja überhaupt noch nicht hier im Training gehabt. Den haben wir, glaube ich, noch nicht mal spielen lassen. Auf jeden Fall nicht in der Liga. Chancenerarbeitung schwer ist natürlich vielleicht ein bisschen viel für einen Anfang. Abschluss wäre auf jeden Fall gut, denn da ist er sehr, sehr grottig noch mit 42. Stellungsspiel ist auch noch nicht das Wahre. Also so der Goalgetter ist er nicht. Dafür wahrscheinlich eher der Flankengeber, denke ich mal. Aber er sollte versuchen, möglichst an seinem Stellungsspiel, an seinem Abschluss zu arbeiten. Deswegen nehmen wir mal Abschluss aus kurzer Distanz. Simulieren das gerade durch. Und stellen fest, ja, das macht Benamar zumindest vernünftig. Steffen Lang sprechen wir nicht drüber. Reden sprechen wir nicht drüber. Der Rest war okay bis mittelmäßig. Aber immerhin hat Benamar eine ganz ordentliche Leistung gebracht bei seiner Übung. Das ist ja schon mal okay. So, dann haben wir jetzt ein bisschen Zeit zu simulieren oder auch nicht. Pressekonferenz können wir machen. Und es geht dann demnächst gegen 1860 München auswärts. Ja, man sieht, die sind auch relativ mittelmäßig drauf, ähnlich wie wir. Einer ist ganz gut, nämlich Degeneck. Bei uns ist es dann Klos, der relativ gut ist. Ja, wie gesagt, also ist alles recht okay. Nirgendwo die großen Geschichten hier. Von daher passt so, wie es ist. Okay. So, wie sieht es in der Tabelle aus? Interessanterweise stehen unten drin Fürth, Bochum und FSV Frankfurt, gegen die wir uns ja gerade nicht richtig durchgesetzt haben, leider. Obwohl die 17 Gegentore schon hatten. Schade. RB Leipzig auf Platz 15, das hätte ich auch nicht gedacht. Also eine interessante Tabelle bei uns hier dieses Jahr. Mal schauen, ob die auch interessant bleibt und wie sich das so weiter fortsetzt. Aber es ist interessant. Ja. Okay. So, 1860 München können wir jetzt hier ordentlich abfertigen. Wenn wir die nämlich besiegen, überholen wir die. Das wäre natürlich auch nice. Mal gucken, ob uns das gelingt. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ansonsten kann ich euch, glaube ich, so langsam schon mal alles Gute wünschen, denn die Folge ist ja gleich vorbei und ihr wisst ja, ich kommentiere nach. Da muss ich mal ein bisschen gucken, wann ist das Folgenende. Die Abmoderation passt. Also ich wünsche euch erstmal alles Gute und ciao.